Hallo liebe Monika, freut mich, dass wir uns wieder mal durch die Linse sehen. Hallo lieber Oliver, danke für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass wir uns jetzt auch wieder mal online genießen dürfen. Und wir haben dich ja schon persönlich jetzt auch schon kennengelernt. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Bist mir sehr sympathisch und drüben bin ich auch gern dabei, auch zu diesem, sagen wir mal, ausgewählt heiklen Thema, das zwar an der Oberfläche gerade sehr viel Leute beschäftigt oder vielleicht sogar wütend macht, aber im Grunde gar nicht so wichtig ist, meiner Meinung nach. Aber schauen wir mal, was draus wird. Na, es scheint ja sehr wichtig zu sein. Wir sind ja mitten im Pride Month und also man sieht ja lauter Regenbogen, außer die, die Regenbogenbrücke gesehen haben, die sind nicht mehr da. Aber sonst. Aber man sieht ja natürlich überall die Regenbogenflaggen, man sieht überall dieses Banner, wie weltoffen die Welt doch geworden ist, anscheinend. Wir haben auch so das Thema, dass jeder alles sein kann. Und mich interessiert das jetzt natürlich gerade in einer Zeit, wo an sich jeder aus meiner Praxis, und ich denke, du wirst das in deiner Praxis auch merken, immer mehr Druck eigentlich ist, obwohl ja alles so frei ist nach außen hin. Finde ich es halt sehr, sehr spannend, wie in dieser großartigen, angelegten Freiheit trotzdem so ein Druck und so eine Enge herrschen kann. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch perfekt, wenn wir uns da heute drüber unterhalten. Sehr gerne, ja. Also ist es jetzt mehr Schein oder Sein, die Freiheit und die Auswahlmöglichkeit und die Entscheidungsmöglichkeit, sich so zu gestalten, wie man angeblich wirklich ist. Das ist, glaube ich, das Kernthema gerade. Auch bei meinen Klienten. Ja, und das ist auch irgendwie skurril, wenn da jetzt ein Haufen, auch für mich, wenn da jetzt ein Haufen bunte Leute, ich habe nichts gegen bunt, ganz im Gegenteil, ja, gerade eh. Aber wenn da jetzt ein Haufen bunte Leute herumhupfen und uns erklären, wir brauchen 700 Geschlechter und jeder kann alles sein, auch ein Hund, wenn er will. Und letztlich aber die Masse dieser Leute wahrscheinlich absolut konform war mit Maskenzwang, mit Spritze und diesen ganzen Dingen, ja, im Zwangskollektivismus drinnen, dann bleibt für mich nur über, das ist eine Scheinfreiheit. Und jetzt wird das Ganze gepusht mit Veranstaltungen und Frühsexualisierung im Kindergarten und Genderwahn, 100 Geschlechter. Ja, okay, das können wir irgendwann einmal diskutieren. Aber jetzt kommt man vor, wird das so aufgebaut, dass man im Grunde wieder ein Feindbild erzeugt. Man erzeugt, man hob, heb, ho, he, lebt die Individualität nicht wirklich, sondern hebt sie mit Worten, mit Taten, mit finanzieller Unterstützung so nach oben, dass die Masse der Bevölkerung sagt, hey, gibt es uns eigentlich auch noch? Und das erzeugt Neid und Hass. Und vielleicht ist es gewollt. Ich vermute ja. Ja, man hat ja das Gefühl, es wird ja schon erzeugt und dieser Hass, der ist ja spürbar. Also ich spreche jetzt ich rede jetzt als heterosexueller Mann, ja, also als weißer heterosexueller Mann und man hat ja schon. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Du bist der aussterbende Ort. Du musst für deine Rechte kämpfen, guter Mann. Ja, irgendwann wird's da vielleicht auch eine Fahne für mich geben, also ich hoffe doch. Es ist ja so, grundsätzlich denke ich ja, in jeder Entwicklung, und das war in meiner Entwicklung ganz genauso, in jeder geschlechtlichen Entwicklung gehört ja mal dazu, dass man sich hinterfragt und dass man fragt, was bin ich denn und wie bin ich denn? Man spürt auf einmal eine Sexualität in sich und man weiß vielleicht noch nicht genau, wohin damit mit dem Ganzen. Und da gehen ja auch die Heteros durch, ja. Also das ist ja nicht so, dass da gleich ja jeder John Holmes-mäßig irgendwie herumsteht und sagt, ja klar, das ist es jetzt. Und darum verstehe ich zum großen Teil natürlich auch diesen Wunsch nach einem Verständnis, der da ist. Also bitte verstehe mich in meinem Wesen und akzeptiere mich in meinem Wesen. Das ist ja was durchaus Verständliches. Die Frage ist natürlich nur, mit welchen Mitteln soll man sowas, kann man sowas durchsetzen? Hilft da wirklich eine Fahne? Hilft da eben, wie du sagst, so ein Etikett, so ein Freiheitsetikett? Oder erzeugt es eben Gegenwind? Und ich denke, wir verstehen uns ja da, wir denken das ähnlich, dass das einen massiven Gegenwind erzeugen wird. Und das ist jetzt keine Drohung, das ist eine ganz normale Geschichte auf der Erde. Also jede Energie erzeugt eine Gegenenergie und wird irgendwann einmal ausgeglichen Genau. werden müssen. Ja? Ja. Also Und ich bitte.
Um es für die Zuseher, die mich noch nicht kennen, klar zu artikulieren, ich gehöre nicht der LGBTQ-Bewegung an. Ich habe noch nie irgendeiner Bewegung angehört. Es interessiert mich auch nicht, dieses Herumgehupse, ja, weil ich der Ansicht bin, entweder nimmt mich ein anderer Mensch so an, wie ich bin, oder eben nicht. Und Akzeptanz erziele ich im Gespräch, im direkten Kontakt mit dem, was ich tue. Und nicht mit dem, was ich sage, und mit dem, was ich fordere. Also ich bin ein Mensch, der sagt, an ihren Früchten, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, nach dem kann man mich bemessen. Und ich habe trotzdem Verständnis für die LGBTQ-Bewegung, weil da hauptsächlich gemäß meiner Wahrnehmung viele Menschen drinnen sind, die eben starke Probleme mit sich selbst haben, die keine Orientierung, keine richtige haben und jetzt glauben, auf diese Art und Weise durch ihre Tätigkeit durch ihren Aktivismus die Gesellschaft zu breiten Teilen verändern zu können. Wir sind jetzt wer, wir sind jetzt die Guten, wir haben die Fahne und so weiter. Es ist alles verständlich. Es war auch Emanzipationsbewegung war wichtig. Ja? Nur sie ist gemäß den Protagonistinnen von damals zum hohen Prozentsatz, sind sie einig zu weit gegangen. Und ich habe das schon in einer Fernsehsendung beschrieben, man läuft mit Rambock durch die Tür durch. Zu Recht. Und der Schwung ist noch immer da. Man schaut zurück und zurück und entfernt sich immer weiter von dort, wo man eigentlich sein will. Nur man sollte das Innere verändern und nicht dauernd sich irgendwas gegen was stemmen und durch diesen Kampf dagegen, diesmal von den sogenannten Antifaschisten, sie werden dann faktisch zu Meinungsfaschisten, verhalten sich so. Viele dieser sogenannten Antifaschisten sind auch mit Kommunisten, LGBTQ und den deklarierten Superlinken. In einer Gruppe quasi. Ich habe ein Verständnis, dass es entsteht. Aber die Definition, sich zu identifizieren mit einer Definition wie links, rechts, trans, lesbisch, schwul, ich meine, das führt zu nichts letztlich. Ja? Es geht doch um den Menschen und nicht um eine Sexualität. Und nicht um eine geschlechtliche Orientierung. Ja, der Kampf ist wichtig dafür. Der Einsatz, dass Kinder bereits entscheiden dürfen oder artikulieren dürfen, dass sie sich anders fühlen, dass was anders sein will, ist alles okay. Aber die Verpflichtung dazu schon im Kindergarten, dass sie Mädeln an Bord aufpicken und Buben im Kleidl kommen, nicht bessern. Also das hat mit Akzeptanz, mit einer gelebten Individualität überhaupt nichts zu tun. Das ist der nächste Zwangskollektivismus. Und wie hoffentlich viele wissen, den verachte ich. Ja. Für das bin ich nicht sogenannte Gender-Aktivistin gewesen vor 15 Jahren inzwischen schon, dass ich was erkämpft habe, nämlich die Freiheit vom Operationszwang, dass ich mir jetzt anschaue, wie, weiß nicht, wie Kinder schon früh sexualisiert werden. Das passt für mich überhaupt nicht. Also das ist ein Missbrauch von Menschen, die in manchen Kulturen verehrt werden, weil sie es geschafft haben, gewisse Gegensätze in sich zu vereinen, männlich-weiblich, was weiß ich was, ja. Und in anderen Kulturen werden sie verachtet. Ich brauche beides nicht, weder die Verehrung noch die Verachtung. Ich finde, wir sollten uns als Menschen begegnen in erster Linie und nicht als Geschlecht, nicht als sexuelle Orientierung. Mir geht es zu weit. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe. Du bezeichnest dich ja in einem Kapitel in deinem Buch Tage in High Heels als Transzender. Kannst du den Begriff einmal so ein bisschen noch einmal erläutern? Ja, also ich bezeichne mich grundsätzlich als gar nichts mehr als Mensch. Wie ich das Buch geschrieben habe, das war 2008 und dieses Kapitel ist unverändert seit ja drinnen, auch in der fünften Auflage. Wenn man dacht, ich möchte jetzt was Konstruktives machen aus diesem Transgender, transsexuell, das sind ja alles schwachsinnige Begriffe letztlich. Und da man auch, okay, trans passt hinüber und Zen, vom Zen geschrieben, Zen orientiert, ist eine Philosophie aus dem fernen Osten, mit der ich sehr gut kann. Ich lebe auch Zen orientiert weitestgehend, dass ich mich der Realität stelle, so wie sie ist. Und mitlebe auch im Wahnsinn, so gut es geht, und mitverändere, aber realisiere, dass ich nicht nur mein Ego bin, sondern dass ich eine Seele habe, dass ich ein beseelter Mensch bin und dass es mehr als mehr Ich gibt. Das ist schon die Philosophie im Großen und Ganzen beschrieben und das steckt für mich in der Transzender.
um auch die LGBT-Bewegung, wie sie damals geheißen hat, ein bisschen zu provozieren, dass es mehr gibt als diese verrückten oder verrückt gewordenen Kampfbegriffe und die Kopien von Christopher Street Day bei uns da, ich meine, nicht besser, aber da waren Leute, die haben wirklich um was kämpft in den Vereinigten Staaten damals und dann wird kopiert und herumkupft und genauso wie auf Demos, wir sind das Volk. Ja. Ich meine, das haben die in der DDR zu Recht gesagt. Ja. 5.000 Leute, die auf einer Demo stehen, haben nicht das Recht zu brüllen, wir sind das Volk. Ja, das, weil es einfach nicht, weil es nicht die Realität ist. Und genauso wenig ist der Christopher Street Day in Österreich im Jahr 2022 dasselbe, wie er damals in den USA war. Es ist einfach eine Anmaßung, eine Kopie. Und Kopien sind, wie ich meine, oft gefährlicher als die Originale. Es wird ja auch sehr gefördert. Also es haben ja auch also große Konzerne, also überall sieht man Regenbogenflaggen. Es wird überall dieses Etikett raufgeklatscht und es gehört überall die Pride gefeiert natürlich. Also das ist schon so, ist eine Werbemaschinerie. Es gibt die Leiberl, du kannst da alles kaufen. Also es ist ja unser kapitalistisches System gut darauf eingesprungen, ja. Wobei man sich ja natürlich fragt, wenn ich ein Thema jetzt angehen würde, das alle Menschen abholt, und das ist wurscht, wie sich da wer sieht oder fühlt oder sonst was, wenn ich sage, okay, es gibt eine Inflation, es gibt konkrete Probleme, die uns vielleicht alle auch betreffen, da wäre es doch auch ganz schön, wenn da ein Unternehmen einfach mal sich ein Geldbörsel auf die Fahne steckt oder ich weiß ja nicht was und sagt, ich tue was dagegen. Das ist gut. Eine gute Idee. Ja, das ist Mir, gut. durch das, was du gerade gesagt hast, ist mir eingefallen, die einzige aus meiner Sicht legitime Fahne ist die weiße. Und zwar im Sinne aller Menschen. Die weiße Fahne als Symbol für die weiße Leinwand der Seele des Menschen, seines Potenzials, seiner natürlichen Begabung, seines Rechts auf Menschenwürde und nicht diese vielen bunten Farben, die immer andere drauf projizieren und sagen, du bist das, du bist das, du bist das, diese Schublattierungen, diese Schachteln. Ich finde, das braucht man alles nicht mehr. Ja, zu einer groben Orientierung, ja, aber das Menschsein, das haben wir als Kinder schon gewusst und irgendwann einmal verlernt, wahrscheinlich mit Eintritt in die Schule. Es gibt mehr als die Sprache der Erwachsenen. Es gibt eine Herzensbildung. Es gibt ein Sein im Hier und Jetzt, das über alles geht, das so überwältigend ist, dass so viele Menschen inzwischen Angst davor haben, einfach mal in Ruhe zu sein und mit anderen Menschen einfach mal zu reden, von Seele zu Seele, von Mensch zu Mensch und nicht gleich irgendwie einordnen, schubladieren, so und militant auftreten und so will ich das. Das ist so. Primitiv wäre das falsche Wort. Primitiv ist ja eigentlich was Positives im Sinne von einfach. Das ist so subtil gewalttätig, dass es mich ankotzt. Es kotzt mich wirklich an und es ist mir völlig wurscht, was auf der Fahne draufsteht inzwischen. Ja, mich kotzen inzwischen alle Fahnen an, ich sage das ganz ehrlich. Und ich habe lang genug vor Fahnen salutiert, vor einer, wie du weißt, vor der Rot-Weiß-Roten. Das habe ich geliebt, habe ich gern gemacht, die Zeit ist vorbei. Aber diese ganzen, wie du sagst, warum geht nicht gleich wer her und hat das Geldbörsel auf seiner Flagge und steht zu dem, dass er Materialist durch und durch ist und dass sich dazu bekennt, das wäre eine ehrliche Flagge. Na, auf jeden Fall. Es ist ja auch so, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, und das ist ja, das mache ich in meiner Branche, das machst du auch in Beratungen, irgendwann fällt ja die Geschlechtlichkeit weg. Ich kann ja auch nicht da sitzen und sagen, mit einem Mann anders reden als mit einer Frau. Natürlich gibt es da andere Abholpunkte und so, aber grundsätzlich im Kern, im Wesen, ist da kein Fanderl drum. Da, überhaupt nicht, wenn man einmal dann wirklich in die Essenz reingeht. Da hat eine Frau genauso viel männliche Anteile wie ein Mann weibliche Anteile hat, weil passiv-aktiv und in der Mitte dieses spielerische, kindliche hat ja jeder drinnen, finde ich. Und das geht vom Außen weg. Und da sollten wir natürlich auch weggehen. Bei
Also, dass jemand sich geborgen fühlt, verstanden fühlt, angenommen fühlt, das ist ja wesentlich. Ich denke, das ist auch ein Grundbedürfnis. Ist allerdings nicht normal in der Gesellschaft. Also, das ist auch was, wenn ich sage, das sollte normal, es sollte normal sein in einer schönen Welt. Aber normal ist es eben nicht, dass dich jeder gleich versteht oder jeder so wahrnimmt um die Person, die du bist. Genau. Und wenn es eine Handvoll Menschen hast, die dich verstehen, bist du eh schon glücklich. Ja? Wenn du das im Familiensystem hast, wunderbar. Wenn du das in Partnerschaften hast, wunderbar. Wenn du Freunde hast, wunderbar. Die Menschen sind sicher da, die muss man sich halt dann suchen, wenn sie nicht im Familiensystem serviert werden, sozusagen. Genau, na, wie du sagst, es geht um die Annahme als Mensch, als Individuum, als einzigartiges Individuum. Das Etikett Frau, das Etikett Mann, das Etikett Trans, irgendwas, lesbisch, schwul, hat bei mir zumindest, wenn ich mit Klienten unter Anführungszeichen arbeite, also Hilfe zur Selbsthilfe biete, der Lebensberatung, überhaupt nichts zu suchen. Das ist hinderlich, diese Etiketten. Es geht darum, dass man den Menschen dahinter erkennt und vor allem das Kind im Menschen wieder hervorholt, das kreative Potenzial zulässt. Und gerade wenn man die Blockaden auflöst, ja, also ich arbeite irrsinnig viel in letzter Zeit mit Klienten im Wald, ich gehe in die Natur raus mit ihnen, ich nenne das Waldweg, ja, und sage dann auch scherzeshalber, du hast das eh schon mal gehört beim Vortrag, die Braven nehme ich wieder mit raus. Also es ist bis jetzt dann alle mit rausgekommen. Und wenn du im Wald bist und mal stehen bleibst und nach dem Gespräch, wenn sich der Gesprächspartner mal auskotzt hat, Muster erkannt hat, und dann geht man mal aus dem Verstand ins Gefühl und schaut, wo innerlich dieser Mensch erstens seine Blockade ortet, wie man sie auflösen kann. Das gibt es Methoden dazu. Und wie der persönliche Weg ausschaut, dass man den außerholt, da kommt nicht einmal der Name des Klienten vor. Da kommt kein Geschlecht, keine sexuelle Neigung, keine geschlechtliche Identität zum Ausdruck. Gar nichts. Ja? Das ist der Seele wurscht letztlich. Ja? Das heißt, um das geht's. Und je intensiver ich mit Klienten, und du arbeitest ja auch mit Klienten, je intensiver ich mit, wo ich das Wort eigentlich nicht mag, ja, also mit Menschen arbeiten darf, sie begleiten darf, umso weniger interessieren mich ja in letzter Zeit die Probleme, die sozialpolitischen Probleme draußen. Die existieren ja nur unter Anführungszeichen, weil es so viele Menschen gibt, die ihre Probleme nicht bewältigt haben, die ihr Potenzial noch nicht entfalten können, und das hieft sie dann in Positionen, wo sie sich mächtiger fühlen, weil sie über andere Macht ausüben können, aber letztlich sind es auch arme Würstchen. Ja, also das, ich merke, mir tut sehr gut, auf dieser Ebene in Einzelsettings oder in Seminaren zu arbeiten, wenn wir alle miteinander aufblühen. Und das gestaltet diese Welt im kleinen Rahmen bereits um, dann sind wir der Mantel, den wir im Außen sehen wollen, einfach dadurch, dass wir sind, wie wir sind. Also das ist doch schön. Aber schon aus dem Grund interessiert mich LGBTQ, man allein die Buchstabenfolge nicht. Ja? Also es ist so, und jeder muss das kennen. Und was ist das jetzt? Was ist das jetzt für ein Dogma? Das ist ja wieder, hat ja wieder religionsähnliche Züge. Ne? Also du musst an das glauben, du musst das Dings. Ich muss gar nichts. Ich muss aufs Klo und ich muss sterben physisch. Ja? Mehr muss ich nicht. Das ist so, ich weiß nicht, ob das rüberkommt jetzt bei den Zusehern, was ich meine. Aber diese Stigmatisierungen, dieses, du bist links, du bist rechts, du bist das, du bist das, du bist das. Es kotzt mich an. Ich glaube, da liegt es ja auch ein bisschen. Ich mache jetzt so einen Bogen zum Schulsystem, wo wir nur dafür belohnt werden, wenn wir sicher sind und eine richtige Antwort haben. Und ich denke, dass das psychologisch da sehr stark mitspielt, dieses, ich muss jetzt sicher sein, wer ich bin, und das halt auch vertreten, wie bei einer Prüfung. So ist es. Und ich darf keine Frage, also ich darf mich selbst nicht hinterfragen, ich muss immer ganz klar sein. Also ich glaube, dass da vielleicht auch noch was drinnen steckt bei uns jetzt auch. Dann so entstehen überzogene Egos. Und die Fehlervermeidungsstrategie, ja, sie werden uns sogar rot angestrichen, die vermeintlichen Fehler, die wir machen. Und dadurch entsteht dann die Taktik, es ist ja nicht einmal eine Strategie, die Taktik, die Kleintaktik des Menschen, künftig Fehler zu vermeiden, um der Strafe zu entgehen. Also der Angst vor dem Fehler, der ist so absurd, weil durch Fehler lernen wir ja. Man nimmt den Kindern von klein auf schon die Chance,
konstruktiv aus den eigenen Fehlern zu lernen, indem man dann eintrichtert, das Fehler, das darf nicht, dieser Fehler, das darfst du nicht tun, das darf nicht passieren. Und dann vermeidet man natürlich auch als Erwachsener, ist dann das Muster, sich mit den eigenen sogenannten Fehlern und Problemen auseinanderzusetzen. Man überschminkt sie, man stellt sich besser dar, als man ist. Man nimmt Drogen, man sauft, also auch eine andere Droge, man frisst, man ist fernsehsüchtig, digitalsüchtig, man wird depressiv. Also alle diese Geschichten haben aus meiner Sicht damit zu tun, dass viele Menschen sich nicht mehr spüren, und das werden immer mehr, die sich spüren wollen, Gott sei Dank, ja, aus einer Vermeidungsstrategie, aus einer Fehlervermeidungsstrategie heraus. Und jetzt merkt man ja, ui, die, die uns da regieren und ins Schulsystem reinpressen und sogar Eltern jetzt die Freiheit wegnehmen wollen, die ihre Kinder zu Recht gemäß verfassungsrechtlich garantierten Grundrecht auf Erziehung beziehungsweise auf Bildung, freie Lehre, ja, dass sie ihre Kinder unterrichten, selbst heranziehen, dass die Leute, die in diesem System sind und von diesem System profitieren, so viel Fehler gemacht haben während der C-Blödemie, so viel Fehler jetzt noch machen, dass sich die Leute jetzt endlich einmal viele fragen, aha, warum soll ich eigentlich immer fehlerfrei sein? Warum darf man ich meine Fehler nicht anschauen? Vielleicht sind meine Fehler der Schlüssel zu meinem Glück. Und wir sind ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, das wurde jetzt vorgestellt von Apple, eine neue Augmented Reality Brille, die wirklich dann schon, wo du deinen Fernseher und alles nur mehr in der Brille drinnen hast. Und jetzt haben wir dann, wenn man das nach vorne sich denkt, also wir haben dann jeder hat die Brille auf, Fernseher und so weiter, ist alles nur mehr in dem Gerät, wir haben nichts mehr herumstehen. Also, was ja für Puristen wahrscheinlich die reinste Freude ist. Aber es ist alles nur mehr eine individuelle Erfahrung, genauso wie dein Stream auf deinem Handy. Das ist ja auch alles gesteuert und ist ja kein kollektives Erlebnis. Ja? Also die Sachen, die ich ja am Handy sehe, sieht ja wer anderer womöglich gar nicht. Ja? Und das ist ja das Spannende, dass da auch schon so Grundblasen geschaffen werden immer. Und wenn jetzt sowas wie die wahre Identität, und da sind wir ja schon über das Geschlechtliche draußen, auch noch immer nur wieder auf das Sexuelle reduziert wird, dann schaffst du ja lauter schwächere Leute und noch verunsicherbare Leute. Und das ist ja eigentlich ein Drama, weil man sieht es ja an der Psyche, man sieht es an der Gesundheit, man sieht es an dem, wie die Leute, die zu mir kommen oder zu dir oder kommen, einfach auch verunsichert sind. Und das sind keine blöden, schwachen Leute, die da kommen. Also die sind nicht inkompetent. Das sind sehr klare, gut zusammengeräumte Leute, Menschen oft einmal, aber wo einfach die Kraft weg ist. Und die wissen nicht warum. Ja, es ist, mir ist gerade das eingefallen, warum ich das Tiger in High Heels überhaupt geschrieben habe, mein erstes Buch. Weil ich eine Hetzrede gehört habe vom damaligen Fratzinger, also der sogenannte Papst, der da gewettert hat in einer, noch dazu in einer Weihnachtsrede. Also nicht, dass glaubst, dass ich irgendwie katholisch war oder so, aber übers Internet hat mir das jemand zugeschickt und hat gesagt, schau mal, was der da sagt. Und der hat gewettert gegen starke Frauen, gegen Lesben, gegen Schwule, gegen transidente Menschen. Aber wie? Das war der Entschluss. Jetzt bringe ich dieses Buch heraus, ja, um damit aufzuräumen und zu sagen, hey, ihr in der Kirche müsst jetzt eigentlich, wenn ihr den Wortlaut dessen, was Jesus gesagt hat, nämlich, dass du wieder zum Kind werden sollst, und auch, dass du männliche und weibliche Anteile, ihr liebe Zuhörer, ihr hört es richtig, männliche und weibliche Anteile in dir vereinen sollst. Also sollst das Männliche und das Weibliche in dir zu einer Sache machen. Klare Aussage von diesem Jesus. Dann verstößt diese Kirche gegen diese Lehre, indem sie Menschen, die irgendwie anders sind und das auf irgendeine Weise in sich vereinen, attackieren. Dann verstößt diese Kirche gegen diese Lehre. Das ist das Pendel auf der Seite. Ablehnung, Bekämpfung. Jetzt dieses völlig antireligiös, unsere Gesellschaft, was auch nicht unbedingt positiv ist, jetzt schwingt das Pendel gerade in die volle andere Richtung, der volle Hype, nur das ist gut und das soll die neue Norm sein. Nein, keiner dieser Pendelschwünge, dieser Extrempositionen tut uns gut, sondern wir brauchen das in der Mitte.
Wir brauchen das in der Mitte, um zu sehen, dass Q, LGBTQ, nicht eine Qual sein soll, so oder so, sondern zurück zur Quelle uns führen kann, dass jeder Mensch, wurscht was für Geschlecht, wurscht was für Religion, was für sexuelle Orientierung, ganz egal, jeder Mensch hat die Möglichkeit, im Hier und Jetzt sofort zur Quelle, zu seiner Seele und damit auch zu Gott im energetischen Sinn. Ich rede von einem Gott, Licht, Geist und Liebe, ja, als Energiekonstrukt, quantenphysikalischer gesehen, vorzudrängen und zu erkennen. Und um das geht es im Leben und um nichts anderes. Ich will auch keine geopolitischen Sendungen mehr machen, außer es passiert wieder was Neues, dann werde ich es eh wieder analysieren. Mir geht es wirklich nur noch um das. Und das seit meiner frühesten Kindheit habe ich schon gefragt, was ist die Seele, was ist Gott, das hat mich interessiert. Das sind die Themen, die uns bewegen. Also nehmen wir vielleicht besondere Menschen, die jetzt gerade verwirrt in Wien herumhüpfen, als schreiend wahr, ja, okay, vielleicht sind sie verwirrt, vielleicht suchen sie nach der Quelle und finden sie nicht und glauben, sie können jetzt in einer Gesellschaft den anderen diktieren, wie sie zu sein haben. Das Pendel kann wieder nur in die andere Richtung, also von so nach so wieder zurückkippen in die Ablehnung. Wie du zuerst gesagt hast, jede Energie erzeugt eine Gegenenergie. Das ist keine Hetze, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist naturwissenschaftlich bestätigt und du als Energetiker weißt das am besten. Ja? Das sind energetische Naturgesetze, Gesetz der Resonanz. Und du kommst nur aus dem, du kommst nur in eine andere Ebene, und das sage ich jetzt nicht besser, aber auf eine andere Ebene, ein anderes Bewusstsein, wenn du und dann den Drachen bändigst, den Drachen erschlägst und dann kommst du höher. Also das ist ja diese Bändigung im Indischen, diese Kundalini-Kraft, ne, diese zusammengerollte Kraft. Oder wir haben es ja auch in unserer Sagenwelt bei den Nibelungen drinnen, Siegfried, der den Drachen erschlägt und dann erst zu Brunhilde vordringen darf. Also das ist ja ein Ringen mit diesem Symbol der Kraft, wo man sagt, da, mit dem muss sich jeder auseinandersetzen. Aber dann bitte geh tiefer, geh höher, erlebe das Befruchtende auch noch auf anderen Ebenen, nämlich in einer Inspiration. Ne? Und wenn ich dann immer nur im Morast herum bumse, Entschuldigung, dann, und herumwühle und nur da dann bleibe, dann werde ich immer irgendwo einen Kampf haben, dann werde ich immer irgendwo eine Beklemmung haben. Aber die Freiheit ist einfach höher. Ja? Die ist einfach in einer anderen Entwicklungsstufe drinnen und das findet jeder nur in sich selbst. Und ja, nicht in Fahnen oder Symbolen, ne? Wie man ja schon. Da sind wir dann, danke für den Input, da sind wir dann integralpsychologisch schon auf der Ebene beim überempfindsamen Selbst hinaus. Das sind, wir sind auf Ebene 7 oder auf der maximalen Ebene schon integral bzw. holistisch, ganzheitlich denkend, wahrnehmend, erfassend und einer Fahne nachlaufen. Das ist sogar unter der Ebene 5 wissenschaftlich, dass man irgendwo auf der Ebene 4 konformistische Regel da, so auf dem Gebiet, ja. Das heißt, da geht es um Kampf, um Durchsetzen, um viel Egozentrik, die teilweise auch nötig ist, wenn man was durchsetzen will, aber nicht besser. Wer wird denn jetzt aktuell gerade benachteiligt in der Gesellschaft, weil er trans, lesbisch, schwul oder sonst irgendwas ist? Aus meiner Sicht werden, wenn es Leute jetzt werden, wirklich diskriminiert werden, dann, weil es eine Religion auch in Österreich gibt, die jetzt vielleicht mit diesen Menschen nicht sonderlich umgeht, und das ist jetzt nicht die christliche und nicht die jüdische, ja, liebe Zuseher, könnt sich selber ausmalen, um was es da geht, oder weil der Bogen überspannt wird von dieser Seite und die Leute einfach die Nase gestrichen voll haben. Du kannst Akzeptanz nicht erzwingen, nicht mit Fahnen, nicht mit Gesängen, nicht mit bunten Umtrieben rund um den Ring in Wien, wo Leute teilweise im Ledergeschirr herumlaufen. Ich meine, ja, lustig, ich habe nichts dagegen, jeder soll so herumlaufen, wie er will, auch nackt als Flitzer, wenn es gewünscht ist. Aber wer glaubt, dass er damit für Akzeptanz im Alltag sorgt, der geht völlig fehl. Ja? Das wird höchstens als Paradiesvogel und als ausgeflippt beklatscht von jenen, die es sowieso gut finden. Aber in Otto Normalverbraucher wirst du damit nicht hinter der Kugel dir hervorlucken. Ja, ich denke, da sind wir schon ganz gut auf einen Punkt gekommen heute, oder, liebe Monika? Was sagst du? Gibt's?
Ich glaube schon, ja. Für mich bleibt jetzt nur über, was nimmt der Zuseher oder die Zuseherin sich mit. Wenn wir zum Thema Qual gehen, okay. Qual ist überbetonen. Qual ist nicht zu differenzieren zwischen Transgender und Transhumanismus. Das eine ist ein Verbrechen an der Menschheit, meiner Meinung nach. Der technisch modifizierte Mensch, das hat mit dem gar nichts zu tun, wobei es ja auch schon transidente Menschen gibt, die sich genital anpassend operieren lassen. Ja, aber es gibt auch biologisch mit ihrem Geschlecht zufriedene Menschen, die sich skurrile Operationen machen lassen. Also das ist was anderes, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Oder schauen wir auf die Quelle, nutzen wir die Chance, in uns die Quelle zu erkennen, und das kann auch ein besonderer Mensch auslösen. Und ich kann jedem nur empfehlen, geht's nicht auf diese Diskussion 100 Geschlechter, Frühsexualisierung ein, sondern geht's auf den konkreten Menschen ein, der gegenüber von euch steht, und fragt ihn, wenn es eine Transperson ist oder lesbisch, schwul, ganz wurscht, wofür sie kämpfen nach außen hin, fragt, wer bist du und was willst du eigentlich? Wer bist du und was willst du von mir? Ganz, ganz normal unter vier Augen reden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Lösung ist und nicht queer herumhupfen und auf Rechte pochen, die wir eh haben. Wir haben, glaube ich, ganz andere Probleme als LGBTQ. Wir haben ganz andere Probleme als Sexualität und geschlechtliche Orientierung. Wir haben den größten Angriff auf die individuelle Freiheit erlebt, bis jetzt in der C-Blödemie. Es könnte noch etwas auf uns zukommen, im Zuge der Volldigitalisierung, beziehungsweise mit der CO2-Diktatur. Also lassen wir uns jetzt wirklich quälen und ablenken, oder schauen wir auf die Quelle? Ich bin dafür, dass wir auf die Quelle schauen. Weißt du, wie siehst du das, Oliver? Ich bin da auch ganz bei dir, dass man nämlich vielleicht als kleinen Tipp, wie man zu dieser Quelle schauen kann, weil das vielleicht noch abstrakt ist für Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich würde einfach empfehlen, nimm dich mal so, wie du bist, und auch wenn du mit Dingen nicht zufrieden bist mit dir, wo du mit Dingen in dir kämpfst, ob das dein Geschlecht ist, ob das deine Sexualität ist, ob das deine irgendwas ist, wo du kämpfst, aber sage einfach mal, okay, da bin ich nicht ganz rund, da bin ich nicht eins, da finde ich vielleicht morgen den Weg, aber heute nicht. Und wenn du durch diese ganzen Anspannungen durchgehst, dann wird irgendwann einmal was weiter in dir, weicher in dir, und dann kommst du dieser Quelle näher. Und es gibt so viel herrliche Hilfestellungen, die dich nämlich in dich führen und dich nicht verführen. Es geht nicht darum, also weder die Monika ist eine Verführerin, noch bin ich ein Verführer, dass wir sagen, komm raus und folge mir, sondern Osho hat mal gesagt, folge mir zu dir. Und Genau, das. super. Ja, ist gut. Ja. Und ich denke, so können wir es, so kommst du dann auch zu dir selber rein. Ich habe am Kanal unendlich viele Meditationen schon stehen, die dir helfen, in deine Mitte zu kommen. Die Monika hat grandiose Bücher geschrieben und auch viele Sendungen gemacht. Und es gibt von unserer Seite schon Hilfestellungen, und das kostet nicht viel. Das ist auch kostenlos, weil es uns auch wichtig ist, ja, über die Sachen zu reden, denke ich mal, oder? Ja, du hast es auch in der Familie drinnen und ich in meiner eigenen Person. Es geht darum, den Menschen so zu nehmen, wie er ist, uns selbst einmal so anzunehmen, wie wir sind. Und das ist für viele Menschen leider oder Gott sei Dank das Schwierigste, ist aber faktisch das Einfachste. Und oft braucht man gar keine Hilfe muss nicht unbedingt ein Buch sein oder ein Video oder individuelle Beratung oder Seminar. Nein, es darf auch einmal sein, dass wir uns barfuß zum Beispiel in die Wiese hineinbegeben, uns hinstellen, vielleicht einmal einen Baum umarmen, vielleicht barfuß in einen See reinsteigen und einmal einfach nur tief ein- und ausatmen und die Einheit mit allem spüren, was bereits da ist. Es eröffnet ganz neue Perspektiven, wenn man in der analogen Welt und nicht, wie du zuerst gesagt hast, mit dieser Apple-Brille, ja, also also blind gegenüber der Realität, flüchtend ins Digitale, also sinnbildlicher und ja, nicht nur sinnbildlich,
in Realität, also in der Realität tatsächlich, so von der Wirklichkeit sich zu entfernen, dass man sehr Brillen aufsetzt, wo du das Digitale so vor Augen hast und das wird dann deine neue Realität unter Anführungszeichen. Das ist dann schon bemerkenswerte Zustände, die aufzeigen, wie viele Menschen sich nicht mehr spüren. Und vielleicht könnte dieses Leid der Anlass sein, die Quelle in sich selbst zu finden. Und das ist das Kind in uns, das ist die Seele, das ist das Beseelte in uns, das ist das Einzigartige in uns. Das ist das, was uns ausmacht. Als Kind haben wir es gewusst, im Spiel, beim Herumtollen, beim Versorgtwerden als Baby, da haben wir das unbewusst wahrgenommen. Das dürfen wir uns als Erwachsene wieder zurückholen. Um das geht's. Wenn es einen Lebensauftrag gibt, dann ist es das. Genau. Und ich würde jetzt auch nochmal abschließend sagen, also auch auf dieses Kind, du wurdest als Baby versorgt, als unfähigste Kreatur, die es gibt. Du konntest dich nicht versorgen. Es gab da nichts und du hast es geschafft, ja, wie auch immer. Und genauso wird es auch weitergehen. Und ich denke, gehen wir raus aus der Angst, gehen wir rein in diese Sicherheit, dort, wo die Sicherheit auch beheimatet ist, nämlich in uns selber, in jeden selber rein. Und dann erwächst da einfach ein ganz, ganz großes Potenzial. Und ja, dann bist fern von Angst, fern von Unsicherheit, und fern von jeglichen Propagandagetue und Gedöns im Außen. Genau. Ja, schön gesagt, das ist es. Ja, und um das geht's. Und es ist so simpel, dass man im Grunde einen Satz darüber verwenden müsste, aber wir verwenden so viele Sätze und im Endeffekt auch unsere Sendungen, Oliver, was wir bis jetzt gemacht haben oder jede andere Sendung, die ich sonst mache, dreht sich letztlich nur um dieses eine Thema, aber es wird auf verschiedenen Arten beleuchtet, weil verschiedenste Leute verschiedenste Abholpunkte haben. Aber es ist so einfach und genau deswegen so schwierig für viele Menschen, das oder für die meisten wahrscheinlich sogar, so zu sich zu finden, wie man wirklich ist, weil es systematisch abtrainiert wurde. Seit Eintritt spätestens in die Volksschule. Ja. Das dürfen wir uns zurückholen. Und da geht es nicht um Arbeit. Nicht um Arbeit, was Neues dazu, sondern alte Muster ablegen. Und das, was in uns drinnen ist, kommt dann eh von selber raus. Das ist etwas, was wir nicht gelernt haben bis jetzt. Aber das kommt. Und das erkennen immer mehr Menschen, dass das ihre Heilung ist. Ihre Heilung von einer immer kränker und absurder gewordenen Gesellschaft. Sie von sich selbst entfremdet hat. Jetzt erkennen viele, der Schlüssel ist bereits in uns drinnen. Wunderbar. Ja, ich denke, das ist ein guter Abschluss für uns heute, oder? Was sagst du, Monika? Gern, Oliver, sehr gern. Ja. Freue mich aufs nächste Mal, mein Lieber. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Also vielen Dank nochmal fürs Treffen, für das interessante Gespräch. Auch danke an dich, wo du zugeschaut hast und dran geblieben bist. Gerne die Videos liken bei Monika und bei mir. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder und natürlich, dass ich auch dich demnächst wieder sehe, vielleicht auch mal in echt wieder und Gern. eine gute Zeit. Danke ebenfalls, lieber Oliver. Danke, liebe Zuschauer. Tschüss. Tschüss, Baba. Ciao.